Loch 1, Par 5. Hier gilt es zu punkten. Ich bin natürlich wie immer perfekt aufgewärmt mit einem Kaffee und dementsprechend versuche ich beim ersten Drive ein wenig Gastempo rauszunehmen und den Ball ins Spiel zu bringen. Ich werde mit 80% meiner Maximalgeschwindigkeit schlagen und habe den Ball extra rechts aufgeteet, um die rechte Seite, die meine schwache Seite darstellt, ein wenig aus dem Spiel rauszunehmen. So. Trotzdem kurft ein wenig zu weit nach rechts. Bleib liegen, bleib liegen, bleib liegen. Ah, das könnte eng werden. Herzlich willkommen zurück auf meinem Golf-Channel. Auch heute gibt es wieder einen Course-Vlog. Auch heute versuche ich wieder, den Platzrekord zu brechen. Wo liegt der Platzrekord? Der Platzrekord liegt bei 3 unter Par. Und genau diesen Score habe ich bei meinem letzten Versuch gespielt. Was bedeutet, ich habe den Platzrekord nicht gebrochen, sondern nur eingestellt. Und heute werde ich mein Bestes geben, um eben 68 Schläge oder besser zu spielen. Und ich halte dich wie immer am Laufenden mit meinen Gedanken. Das heißt, ich sage dir, was denke ich bei meinen Schlägen, wie versuche ich meine Pre-Shot-Routine zu machen. Und ja, da bist du eben jetzt wieder mit dabei. Was gilt es noch zu sagen? Nicht viel, außer dass mein Drive leicht nach rechts gegangen ist. Warum war das so? Weil einfach die Schwungbahn zu weit von außen war. Damit das hoffentlich bei den nächsten Drives nicht mehr passiert, werde ich versuchen, ja, was zu machen? Mein Becken leicht nach links zu schieben, um die Schwungbahn zu neutralisieren. Schlag 2 folgt nun aus dem richtig dicken Rough. Und damit ich den Ball hier einigermaßen kontaktieren kann, werde ich versuchen, den Ball vom hinteren rechten Fuß zu spielen, um direkt auf den Ball zu kommen. Das Gewicht sollte trotzdem auf dem linken Fuß sein, um ja nicht vor dem Ball den Boden zu berühren. Ich habe in etwa 160 Meter bis zur Fahne, was mich in dem Fall nur peripher interessiert, denn ich werde versuchen, leicht links zu bleiben und den Ball einigermaßen sauber zu treffen. Was für einen Schläger habe ich in der Hand? Ein Eisen 7, denn ja, viel mehr, glaube ich, geht aus dem hohen Kraut nicht mehr. Ja, ist eine Spur zu weit links. Aber okay, er ist heraus. Das heutige Video soll übrigens auch alle Leute motivieren, die, wie soll ich sagen, ein wenig Angst vor dem Turnier haben. Denn auch ich bin heute wahrscheinlich nicht ganz optimal vorbereitet, denn ich bin aus dem schönsten Grund der Welt nicht ganz ausgeschlafen. Und es ist 7 Uhr in der Früh, also relativ früh. Nichtsdestotrotz gebe ich natürlich mein Bestes und versuche für dich hier den Platzrekord zu brechen. Also, sollst du Angst haben vor deinem ersten Turnier, spiel einfach mit, denn nur so kannst du die Angst bezwingen. Schlag 3 ist nun ein relativ schwerer Schlag bergab, bei dem ich am Grün wenig Platz habe. Das heißt, der Ball muss irgendwo zwischen Anfang Grün und Fahne landen und dann relativ schnell stoppen. Soll der Ball schnell stoppen, werde ich mit dem Durchschwung 2 arbeiten. Was ist der Durchschwung 2 im Short Game? Das ist der Durchschwung, wo mein Oberkörper zum Ziel sieht und mein Griffende auf die Gürtelschnalle zeigt. Denn damit bekommt der Ball ein wenig mehr Spin. Und falls du dir jetzt denkst, wenn es einen Durchschwung 2 gibt, dann gibt es ja bestimmt auch einen Durchschwung 1. Ja, dann hast du recht. Und zu dem komme ich dann später mal, wenn ich ihn hoffentlich mal einsetzen muss. Also Durchschwung 2, was ist wichtig? Oberkörper zum Ziel drehen, Griffende auf die Gürtelschnalle schauen lassen. Hast du keine Gürtelschnalle, weil du vielleicht eine Frau bist, dann verwende den Hosenknopf oder den imaginären Hosenknopf. Bevor ich jetzt eben den Release 2, den Durchschwung 2 ausführe, passe ich mich ideal dem Hang an. Ich stelle mich wirklich mit 90% auf den vorderen linken Fuß und versuche dort zu bleiben. Der Griffdruck übrigens sollte bei so Pitch-Schlägen ganz, ganz locker sein. Auf einer Skala von 1 bis 10. Wenn 10 fest ist und 1 locker, würde ich empfehlen, den Schläger auf 2 bis 3 zu greifen. Und damit du einmal ein Gefühl dafür bekommst, was eben 2 bis 3 bedeutet, würde ich dir empfehlen, ein paar Pitch-Varianten, ein paar Pitch-Schläge zu spielen ohne Daumen. Nimm die Daumen vom Griff weg und pitch auf dein Übungsgrün, um mal das Gefühl zu bekommen, was eben Griffstärke 2 bis 3 bedeutet. Und genau das werde ich jetzt versuchen einzubauen und hoffentlich nicht kläglich daran scheitern. Fertig drehen, Griffende zum Bauchnabel schauen lassen.
Ah, der ist weit links. Da bleibt noch ein wenig Arbeit übrig. Sieht ganz nach einem 4 Meter Birdie Putt aus. Putt zum Birdie. Was ich hier am Weg zum Ball sehe, sind einige Pitchmarken, obwohl ich heute der Erste am Platz bin. Auch die bessere ich natürlich neben meiner eigenen aus, damit die nächsten Spieler ein schönes Grün haben. So, und dann gehe ich gleich her und mache eine Aimpoint-Messung. Sollten Spike-Marken in meiner Puttlinie sein, darf ich die natürlich niederdrücken, damit ich eine gute Puttlinie habe. 3% Neigung von, aus meiner Sicht, rechts nach links. Ich habe, wie gesagt, noch keine Spuren, die ich nutzen könnte, um die Linie zu erahnen. Die Grüns sind relativ langsam in der Früh. Das heißt, der Ball wird ein wenig weniger brechen. Ein Birdie zum Start wäre natürlich ja, ein kleiner Bonuspunkt, den ich gerne mitnehmen möchte. Weit ausholen, kurz durchgehen. Ich schaue mir den Ball noch einmal von der anderen Seite an, weil ich mir wirklich nicht ganz sicher bin, wie der bricht. Okay, jetzt habe ich die Gewissheit und erst wenn ich zu 100% vom Schlag überzeugt bin, sollte ich den Schlag spielen. Jetzt bin ich der Meinung, der sollte passen. 80% der Zeit zum Loch schauen. Aha, schade. Okay, einmal durchschnaufen und das Paar mitnehmen. Loch 2, Paar 4, quer über den Wald, damit man sich eine gute Birdie-Chance erarbeiten kann. Grüße gehen raus an Larry, denn der hat behauptet, der Schuss über den Wald bringt nichts. Und jetzt möchte ich ihn natürlich Lügen strafen. Mal schauen, treffen muss man ihn, das ist ganz wichtig. Ja, der sollte passen. Ganz leicht links von grün. Aus meiner Sicht ist bei Loch 2 die einzig realistische Birdie-Chance dann zu bekommen, wenn man eben den Ball über den Wald schlägt. Denn dann, nachdem man einen Drive von ca. 250 Metern Carry erledigt hat, weil das braucht man, pitcht man auf ein Grün. Und immer wenn man einen kurzen Annäherungsschlag hat, meiner Meinung nach, ist die Wahrscheinlichkeit höher, ein Birdie zu spielen, als eben aus großer Distanz. Nona. Und würde ich hier den Layup machen, also geradeaus runterschlagen, dann liege ich hier unten im Knick und habe noch 150, 160 Meter ins Grün. Noch dazu ist es ein blinder Schlag, bei dem hinten und links out droht. Also ich bin der Meinung, mit dem Drive kann man hier durchaus zumindest einen Schlag sparen. Schlag 2, Paar 4, mir bleiben 40 Meter übrig. Ich entscheide mich wieder für den Release 2, für den Durchschwung 2, bei dem das Griffende auf die Gürtelschnalle sieht und der Oberkörper zum Ziel fertig dreht. Als Schläger habe ich nun das 54 Grad Sandwedge gewählt, denn mit dem 54 Grad Sandwedge braucht es nicht ganz so eine große Bewegung, was normalerweise zu einer besseren Richtung führen wird. Das Lobwedge, das 58 Grad Wedge, verwende ich nur in äußersten Notfällen, in einer Situation, die ja keinen anderen Schläger erlaubt. Hier soll eben nun das 54 Grad Sandwedge zum Erfolg führen. Der Abstand zum Ball 1,5 Schuhlängen, die Schlagfläche square, also zum Ziel hinausgerichtet, in dem Fall leicht rechts. Und dann heißt es fertig drehen, mit lockerem Griffdruck. Ah, der ist mir übers Blatt gerutscht. Ah, zu weit rechts, auch hier bleibt noch sehr viel Arbeit übrig, um das Birdie zu machen. Bin ich mit dem Schlag nicht ganz zufrieden, mache ich noch einen Probeschwung und gehe erst dann zum Back, um mit einem guten Gefühl zum Back zu gehen. So, Loch 2. Mich erwartet ein Hang. 3-4% Neigung von rechts nach links. Wichtig ist immer den Ball markieren, reinigen, damit keine Sandkörner drauf sind.
Dann nochmal die Linie anschauen, visualisieren. Drei Finger rechts der Fahnenstange. Dann den Ball ausrichten. Und wie auf Loch 1 erwähnt, immer visualisieren. Man sollte davor schon sehen, wie der Ball ins Loch rollt. Jawohl. Dann das Putt-Set dabei nehmen, die Ellbogen am Körper fixieren. Richtig ausrichten, den Blick zum Loch suchen. Jawohl. Ja, schade. Die zweite vergebene Birdie-Chance und das Paar auf der Scorekarte. Loch 3, Paar 4, 250 Meter und in der Früh gibt es hier keinen Wind. Was natürlich ein kleiner Vorteil ist oder sein könnte. Und ich entscheide mich für ein Holz 3. Die Sonne kommt gerade raus, optisch wunderschön. Jetzt heißt es, den passenden Schlag dazu spielen. Die Linie ist gut, die Frage ist, ob der lang genug ist. Ja, über den Baum ist er zumindest gegangen. So, jetzt ist es ganz wichtig, keinen vergangenen Birdie-Chancen nachzutrauern, sondern Vollgas geben und die nächste erarbeiten. Loch 3, Paar 4. Der Abschlag ist geglückt und mich erwartet ein kurzer Pitch aufs Grün auf dem Paar 4 Loch. Wie bereits erwähnt, Paar 4. So, der Pitch ist sogar kürzer als gedacht, denn der Ball liegt am Grün. Und ich werde ausnahmsweise den Ball nicht vom Grün pitchen. Grüße gehen raus an Richie. Keine Sorge, lieber Head Greenkeeper. Ich spiele keinen Pitch. Ich habe hier eine extreme Welle, die wird schwierig einzukalkulieren sein. Und der Ball wird ganz leicht von rechts nach links brechen. Das heißt, ich spiele ihn ganz leicht rechts an. So, die Längekontrolle ist das A und O. Und um den Ball in der Länge perfekt kontrollieren zu können, ist es ganz, ganz wichtig, dass man weit genug ausholt und den Schläger durch den Impact durch entschleunigt. Nicht beschleunigen, sondern entschleunigen ist wichtig. Gekommen. Zu kurz. Und zu kurz und es bleibt noch sehr, sehr viel Arbeit übrig. Putt zum Birdie. Länger als erwünscht. Das Grün ist noch nass in der Früh. Das sollte man doch wissen. Ist angeblich des Öfteren so. Ausrichten, Zeit lassen. Zurückgehen. Bewusst ausatmen. Dann erst nach vorne und den Putt versenken. Ja, leider nein. Und damit ist es das dritte Paar auf meiner Scorekarte. Grundsätzlich bin ich ja mit jedem Paar zufrieden. Es sei denn, es sind drei Top-Birdie-Chancen, die ich nun versemmelt habe. Jetzt erwartet mich ein kurzes Paar 3. Das kurz, aber sehr, wie soll ich sagen, trickreich ist. Denn man muss einen Schlag spielen, der wenig Spin hat, damit der Ball nicht wieder zurück runterkommt, da das Grün zu mir herhängt. Und ich werde mich für ein Eisen 9 entscheiden, einen Dreiviertelschwung machen, etwas kürzer greifen, um die Spinrate zu reduzieren. Und nun hoffe ich, das erste Birdie mitnehmen zu können. Vielleicht wäre ich sogar mit einem Paar zufrieden, um ehrlich zu sein, denn so viele Birdies habe ich auf dem Loch heuer noch nicht gemacht. Also, Paar 3, 120 Meter bergauf, Eisen 9, locker geschlagen, damit der Ball hoffentlich mit wenig Spin am Grün bleibt. Mal schauen, was geht. Ich spiele den Ball auch ein wenig vom rechten Fuß, um weiterhin Spin rauszunehmen. Die Richtung ist gut. Die Richtung ist sogar sehr gut. Ja, mal schauen, was da geht. Okay, da ist es nun wichtig, das richtige Timing abzupassen. Die Sprenkelanlage ist noch eingeschaltet. Das Grün sehr nass. Okay, hinten geht's.
Vorne kommt auch nichts. Jetzt heißt es zügig putten. Putt zum Birdie. Das Paar würde ich aufgrund der Geschwindigkeit, die ich spielen muss, mitnehmen. Von rechts nach links. Ja, mal schauen, was geht. Kein schlechter Versuch. Putt zum Paar. Jawohl, danke sehr. Und weiter geht's, bevor ich nass werde. So, das Paar auf Loch 4 nehme ich gerne mit. Und damit geht's mit Even Paar auf Loch 5. Loch 5, ein 350 Meter langes Paar 4, das nach rechts hängt und bei dem man einen kleinen Draw vom Abschlag braucht. Was mache ich, um einen Draw zu schlagen? Ich lege den Ball etwas weiter zur Mitte und versuche die Hände hinter meine rechte Ferse beim Ausholen zu bringen, damit ich etwas weiter von innen zum Ball komme. Ja, das werde ich versuchen und vielleicht kann ich das erste Birdie mitnehmen. Ich habe den Ball bewusst ein wenig flacher aufgeteet, um wirklich einen flachen Draw zu schlagen und wirklich den Ball möglichst weit rollen zu lassen. Ich spiele eben den Ball etwas weiter aus der Mitte und bringe die Hände hoffentlich hinter meine rechte Ferse. Ja, leider nichts gesehen gegen die Sonne. Hat sich ein wenig rechts angefühlt. Mal schauen. Auch das ist natürlich immer ganz, ganz wichtig. Man sollte immer versuchen zu fühlen, was passiert ist. War die Schlagfläche offen? War die Schwungbahn zu weit von außen? War die Schwungbahn zu weit von innen? Und warum kommt eben dann der Ballflug zustande, der eben zustande gekommen ist? Und ganz besonders wichtig ist es in Situationen wie meiner hier, denn ich bin nun auf der Suche nach meinem Ball, den ich leider Gottes aufgrund des Gegenlichtes nicht sehen konnte. Ja, 3 Minuten habe ich Zeit, den Ball nun zu finden. Mal schauen. Und da habe ich den Ball gefunden, besser als erwartet. Das Einzige, was nicht ganz so gut ist, ist die Balllage, denn er liegt ein wenig tief im Loch. Und da braucht es nun den Release, den Durchschwung 1. Und wenn ich vom Durchschwung 1 spreche, dann geht es mir darum, dass mein Griff in dem Durchschwung nicht Richtung Körpermitte, Richtung Gürtelschnalle, Richtung Hosenknopf sieht. Nein, das Griffende sieht auf die linke Hosentasche. Das eben ist Release 1. Ich verbinde das Ganze wieder mit viel Körperdrehung, spiele den Ball ein wenig vom rechten hinteren Fuß und habe mich für ein Gap Wedge entschieden. Es sind 80 Meter und das sollte die 9 Uhr Armposition sein. Aha, der rutscht mir übers Blatt, der Ball. Ja, natürlich bei solchen Hanglagen sollte man immer aufpassen, der Ball wird ein wenig rechts weggehen. Und man sollte 5% der Länge, also 4 Meter links an, zielen. Hat aber wahrscheinlich nicht so viel damit zu tun, dass der Ball nun 6 bis 8 Meter rechts der Fahne liegt. Befürchte ich. Man sieht, die Sprenkleranlagen sind komplett eingeschaltet. Da kommt sie auf mich zu. Hoppla. Und da ist wirklich sehr, sehr viel Aquaplaning am Grün. Das heißt, da schenke ich mir das 2-Putt-Paar. Es hilft alles nichts. Es geht in dem Fall nicht anders. Hoppla. Ja, schade, da kann man nichts machen, aber was soll man machen, wenn man nichts machen kann? 2-Putt-Paar, geschenkt jetzt mal, weil eben ein Putten leider auf dem Grün nun unmöglich war. Also das ging wirklich gar nicht. Und damit ist es das 5. Paar in Folge. Und jetzt kommt Loch 6, ein kurzes Paar 4 mit einer ja heute günstigen Fahnenposition, die vielleicht bei einem gelungenen Drive ein Birdie erlaubt. Aber man sollte immer in der Gegenwart bleiben, denn zuallererst braucht es nun den gelungenen Drive und der ist schwer genug auf diesem Loch. Also 292 Meter Paar 4 Loch 6. Der Ball soll Richtung Sandsilo starten und dann mit dem Draw zurück reinkurven. Das ist ein ganz, ganz schwerer Drive. Ja, der passt. Genau wie gewünscht. Ja, der sollte gut liegen. Jetzt muss ich nur noch mein Tee finden. Ah, da drüben bei der Kamera ist es. Also, lasset die Spiele beginnen.
Der Drive ist gelungen und ich habe nur einen ganz, ganz kleinen Pitch Richtung Fahne, Richtung Grün. Die Fahne steht eben sehr günstig in der Senke. Da ist jetzt was möglich. Da sollte doch nun das erste Birdie machbar sein. Come on, jetzt heißt's auf minus 1 gehen. Hoffentlich. Mal schauen. Schlag für Schlag spielen, wie gesagt, das ist die Devise. So, gespielt wird der Schlag mit dem 54 Grad Gap Wedge. Und ich will ihn links der Fahne mit dem Slope reinrollen lassen. Das wäre der Plan. Der Annäherungsschlag ist ca. 35 Meter, leicht bergauf und eben über die linke Seite mit dem Release 2, mit dem Durchschwung 2, möchte ich den Ball reinkommen lassen. Mal schauen, was geht. Ja, ist er lang genug, ist die Frage. Ist der lang genug? Jawohl. Und dann kommt er mit dem Hang. Ja, wie geplant. Keine schlechte Birdie-Chance. So, ganz wichtiger Putt zum Birdie. Aus kurzer Distanz. Er sollte ganz leicht von links nach rechts kommen. Ich habe meinen Handschuh ausgezogen. Leicht abergläubisch, um ehrlich zu sein. Oder heißt es abergläubig? Ja, keine Ahnung. Auf alle Fälle sollte der Putt nun reingehen. Ganz leicht von links nach rechts. Das ist jetzt eine wirklich sehr, sehr gute Birdie-Chance. Come on, Philipp, der gehört dir. Ja, da ist es, das erste Birdie. Und damit gehe ich auf minus 1. Noch 7 Paar 3, 148 Meter, Eisen 8 vom rechten Fuß. Ganz leicht rechts, aber normalerweise am Grün. Der Abschlag war leider eine Spur zu lang, beziehungsweise einfach mit zu wenig Backspin unterwegs. Auch hier ist eine Pitchmarke. Welche mir gehört hat, weiß ich nicht, aber ausgebessert werden alle. Lose Blätter dürfen entfernt werden. Und nun heißt es eben, die Länge richtig hinzubekommen. Der Ball wird ganz leicht von links nach rechts brechen. Hier in etwa ist ein kleiner Break drinnen, es geht leicht bergab. Eine Außenseiter-Birdie-Chance, würde ich sagen. Die ich aber natürlich liebend gerne mitnehmen würde. Ah, schade. Schade. Sehr knapp. Paar zum Paar. Sollte nur noch Formsache sein. Auch da heißt es normalerweise, den Ball lieber nochmal markieren. Glück gehabt, würde ich sagen. Denn bei kurzen Parts darf man einfach nichts verschenken, möchte man den Platzrekord brechen. Und damit bleibe ich Gott sei Dank bei minus 1 und mich erwartet ein Paar 4, 300 Meter bergauf, Loch 8. Auch hier kann man normalerweise ja ein Birdie machen. Es ist machbar. Birdie, nicht Paar. Los geht's, Angriff mit dem Driver. So, der Draw soll es nun richten. Ich versuche mein linkes Becken ein wenig nach links zu schieben, um den Ball eben mehr in der Aufwärtsbewegung zu treffen und um die Square-Phase der Schlagfläche ein wenig länger zu machen. Also ich gehe her, schiebe mein Becken links leicht nach links und dann geht's ab die Post. Draw ist es keiner, der ist kerzengerade Richtung Fahne unterwegs, sollte irgendwo vor am Bunker liegen. So, Schlag 2, Paar 4, ein Gefühlsschlag. Aus dem Semi-Rough raus mit dem 58 Grad Lobwedge. Der Ball soll irgendwo zwischen Anfang Grün und Fahne landen. Ich spiele den Ball wieder etwas vom rechten Fuß, Release 1, Durchschwung 1, linke Hosentasche, damit ich steiler zum Ball komme, um nicht im Rough hängen zu bleiben. Das ist zu weit rechts. Ist zu weit rechts, da bleibt noch Arbeit übrig. Leider Gottes nicht die erhofft zwingende Birdie-Chance. Trotzdem finde ich ein recht machbarer Putt. Wenig Break, leicht bergauf. Den
kann man mal machen, möchte man den Platzrekord brechen. Also 80% meiner Zeit richte ich den Blick zum Loch. Ich putze nochmal den Putter, um mögliche Sandkörner zu entfernen. Ausrichtung. Und los geht's. Ah, schade. Aus Fehlern lernt man. Das heißt, auch diesen Ball werde ich nun markieren, reinigen, ausrichten, damit eben hoffentlich nichts verrutscht. Beim letzten Loch war es dann doch relativ eng. Und da ist es passiert. Und da ist es passiert, ein unnötiges Bogey, das tut weh. Und da sieht man mal wieder, wie viel sich wirklich im Kopf abspielt. Denn ja, der Putt war eigentlich nicht schwer, aber es war halt der Putt vom letzten Loch noch ein wenig im Kopf. Und genau das hat dann dazu geführt, ja, dass ich den wahrscheinlich verschoben habe. Bitter, aber es ist die bittere Wahrheit. Und ich bin damit wieder zurück bei Even Paar nach 8 Löchern. Schade. Das nächste Loch, ein 344 Meter langes oder kurzes Paar 4, bei dem es nur den Einwurf mit den Driver braucht. Denn hier vorne bei ca. 270 Metern fängt es an schmal zu werden und ich werde versuchen mit, keine Ahnung, 70% meiner Maximalgeschwindigkeit den Ball ins Spiel zu bringen. Ich lege den Ball etwas weiter zum rechten Fuß, um ihn flach zu spielen und dann soll, dann darf er wirklich reinrollen. Genau so hätte ich mir das eigentlich vorgestellt. Jawohl, gesagt, getan. So, nun ist es wichtig, das Bogey sofort abzuhaken und wieder positiv eingestellt Richtung Birdie zu arbeiten. Der Abschlag ist gelungen, das war wirklich ein Schlag, der genau so ausgeführt war, wie ich es wollte. Und das kommt selten vor. Und ja, dementsprechend positiv bin ich nun mit einem guten Pitch, Distance Wedge, mir eine gute Birdie-Chance zu erarbeiten und das Bogey gleich wieder wegzumachen. Los geht's! Volle Attacke, drück mir die Daumen und drück mir aufs Daumen nach oben Symbol, solltest du das noch nicht gemacht haben. Und sollte dir eben mein Channel gefallen, dann ja, abonnieren bitte. Und schau, dass du bei der Glocke, bei den Benachrichtigungen auf alle stellst. Denn ansonsten bekommst du meine Videos nicht zu sehen. Also mach das bitte. So, 94 Meter bergauf zur Fahne. Ich entscheide mich für ein gemütliches 50 Grad Gap Wedge. Greife den Schläger etwas kürzer und schwinge ihn wirklich ganz entspannt, ganz locker. Die Richtung ist nun sehr, sehr wichtig. Come on. Ja, die Richtung passt. Ich hoffe, es passt auch die Länge. Mal schauen. Come on, der Kampf zurück nach dem Bogey. Der wäre jetzt wichtig. Das Comeback, Bounceback, Birdie. Los geht's. So, wer kennt das Gefühl? Man kommt aus Grün, erhofft sich einen kurzen Birdie-Putt und der ist leider Gottes länger als erwartet. Denn mit dem Birdie-Putt, ja, habe ich noch zu kämpfen. Der Ball bricht leicht von rechts nach links. Es ist nur 1% Neigung. Aber die Längenkontrolle ist bei solchen Putts immer das A und O. Putt zum Birdie, es sind in etwa 8 Meter, würde ich sagen. Und der Ball bricht leicht von rechts nach links. Mhm. Der ist langsam. Und damit bleibt noch ein Wadelbeißer übrig. Ein, ja, mehr als Wadelbeißer, 2 Meter Putt. Das ist natürlich jetzt schon bitter. Ich dachte, weil das Grün nicht mehr feucht ist, dass der Ball ein wenig weiter rollen wird. Dem war leider Gottes nicht so. Oh, oh, oh. Jetzt heißt es aufpassen, jetzt heißt es wachsam sein. Jetzt heißt es voll konzentriert sein für den nächsten Putt. Das könnte ein Putt sein, der für die Reste, der für die restliche Runde, wollte ich sagen, spielentscheidend sein kann. Los geht's. Come on. Ganz wichtiger Putt.
Jawohl, drin ist er. Das Paar nehme ich gerne mit. Und damit geht's even Paar Richtung Back 9. Es gibt oft Schläge auf einer Runde, da hat man das Gefühl, die können spielentscheidend sein. Und das war gerade so einer bei mir. Ich habe das Gefühl gehabt, wenn ich jetzt Bogey-Bogey mache und auf 1 übergehe, verliere ich ein wenig, ja, das Momentum auf alle Fälle. Und auch, ja, den Gedanken, hier wirklich den Platzrekord brechen zu können. Jetzt mit Even Par Richtung Loch 10, das eine gute Birdie-Chance darstellt, ja, da traue ich mir noch die 4 Unterrunde zu. Auch wenn ich weiß, dass es verdammt schwer wird. Par 5 bergab. Es braucht wieder den flachen Draw. Der Ball ist flach aufgetiet. Ich werde ihn aus der Mitte rausspielen. Ich schiebe mein Becken leicht nach links und greife jetzt voll an. Come on. Da, der ist zu weit rechts. Liegt der noch? Ja, er liegt normalerweise noch. Glücklich und wichtig. So, Schlag 2, 140 Meter bis Anfang grün. Das ist nicht so schlimm. Allerdings, wie man gut erkennen kann, hoffe ich, ist da ein recht hoher Baum direkt vor meiner Nase. Und ich entscheide mich für ein Eisen 9 vom linken Fuß, das hoffentlich hoch genug sein sollte, um über den Baum zu gehen. Denn nur so habe ich die Möglichkeit, hier auf dem Par 5 zu punkten. Mal schauen, was geht. Ball links, Gewicht links, los geht's. Ja, er ist drüber, aber leicht links. Mal schauen, wo die Kugel liegt. Ja, da hätte ich mir, um ehrlich zu sein, mehr erhofft. Aber das ist Golf. Meine Damen und Herren, das ist Golf. So, Schlag 3 aus dem Bunker. Ich habe mich für ein 58 Grad Lobwedge entschieden. Beim Bunkerschlag ist immer wichtig, dass man den Oberkörper zum Ziel fertig dreht. Nun braucht es den Release 3. Beim Release 3 geht es darum, dass das Griffende Richtung rechter Hosentasche sieht, denn damit gibt man dem Ball viel Höhe und viel Spin mit, was hier jetzt wirklich benötigt wird. Ich hoffe, ich bleibe nicht im Bunker hängen, weil ich zu zögerlich spiele. Mal schauen. Na, schade. Keine gute Drehung und damit bleibt der Kampf zu kurz, zu locker gespielt. Jetzt bleibt der Kampf zum Paar. Fertig drehen, normaler Bunkerschlag. Ja, der sollte passen. Kurzer Part zum Paar. Der sollte nur noch Formsache sein. Trotzdem heißt es, den Ball putzen, ausrichten und keine Flüchtigkeitsfehler machen. Jawohl. Und damit ist es das Paar auf der Scorekarte. Und damit geht's eben mit Even Par weiter. Leider. Der erste Bunkerschlag, ich habe es ein wenig prophezeit, muss ich sagen. Ich habe wirklich die Angst gehabt, weil ich ihn eben so kurz landen lassen wollte, dass er eben im Bunker bleibt. Und genau das ist passiert. Beim zweiten Bunkerschlag war ich dann voller Selbstvertrauen und das ging eben wie geplant. Was lernt man daraus? Ja, einfach nicht negativ behaftet einen Schlag spielen. Sondern man hätte sich einfach nur auf die Basics konzentrieren sollen. Nämlich das, dass der Oberkörper am Ende des Schlages komplett zum Ziel sieht. Und das ist mir nicht gelungen. Deshalb war der Ballboden aufgetroffen, deshalb war er zu kurz. Ja, ein Anfängerfehler, kann man sagen. Aber den gilt es auch sofort wieder abzuhaken und nun nach vorne zu sehen. Par 4, jetzt wird's schwer. Jetzt wird's schwer, den Platzrekord zu brechen. 313 Meter, Par 4. Der kleine Fade mit dem Driver ist geplant. Startrichtung Birken ist ganz wichtig. Links ist Platz und dementsprechend habe ich auf der rechten Seite aufgetiet. So. Ja, der ist perfekt. Der sollte Mitte Bahn sein. Und dann heißt es halt der nächsten Birdie-Chance nachlaufen. Gas geben. Schlag 2, Par 4, 55 Meter Rest. Ich habe mich für ein 58 Grad Lobwedge entschieden, vom rechten Fuß Release 1. Das soll nun der Schlag sein, der es richtet.
Ja, kein schlechter. Kein schlechter Birdie möglich. Das war ein gut gespieltes Distance Wedge. Hier ist der Ball aufgekommen. Leichter Backspin. Ein wenig mehr hätte ich mir erwünscht. Aber die Birdie-Chance, die erhoffte, erwünschte Birdie-Chance ist da. Ich schaue mir nun den Putt von der gegenüberliegenden Seite an, um wirklich die Region rund ums Loch ins Auge zu nehmen. Am Ende wird er ein wenig in diese Richtung brechen. Es geht bergab, er muss locker gespielt werden. Und damit bricht der Ball normalerweise ein wenig mehr. 1% nach meiner Aimpoint-Messung, das ist nicht viel. Das ist wirklich ein relativ gerader Putt. Richtig ausrichten. Jawohl. Und jetzt volle Konzentration. Ich bin schon ein wenig nervös. Volle Konzentration. Konzentration? Ich bringe das Wort nicht raus. Konzentration. Philipp, Konzentration, Concentration. Putt zum Birdie. Blick zum Loch. 80% seiner Zeit sollte man zum Loch schauen. Ellbogen anlegen. Und los geht's. Er bricht nicht. Er bricht nicht, war leicht gepusht. Und damit ist es leider das nächste Paar auf der Scorekarte. Und damit geht's mit Even Paar zum nächsten Loch. Loch 12, 268 Meter, Paar 4. Ja, da geht was. Attacke, würde ich sagen. Jetzt braucht's wirklich Birdies, weil sonst wird das nichts mehr mit der 68er Runde. 68er Runde, los geht's. So, jetzt heißt es eben volle Attacke. Driver ist draußen. Der Grüntreffer im Gedächtnis. Jetzt heißt es voll attackieren. Come on. Okay, der ist zu weit rechts. Oh Gott, oh Gott. Bleib liegen, bleib liegen. Ja, er liegt zumindest nicht im hohen Gras. Der hohe Fade war es, aber deutlich zu weit rechts. Uiuiui. Ui, ui. Na gut, so wird es natürlich nicht einfacher, Birdies zu machen. Ich habe noch einen etwas längeren Pitch als erwartet. Ich schätze 60 Meter Richtung Fahne. Und das auf eine kurz gesteckte Fahne hinter dem Bunker. Ja, das ist ein anspruchsvolles Birdie, würde ich sagen, aber nicht unmöglich. Also positiv bleiben und Gas geben. 61 Meter, die Balllage ist, sagen wir mal so, anspruchsvoll. Das heißt was, ich spiele einen Release 1 vom rechten Fuß weg mit dem 58 Grad Lobwedge. Das einzig Positive, ich sehe den Bunker gar nicht aufgrund des Hanges. So, come on. Be the club. Und er ist im Bunker. Er ist in den Bunker gelandet, den ich nicht gesehen habe. Boah, schade, jetzt wird es verdammt schwer. Jetzt wird es verdammt schwer. Ein Meter mehr und die Kugel liegt richtig gut. Hier ist der Ball aufgekommen und hier, wie man schön an der Spur erkennen kann, ist er runtergerollt. Und mich erwartet ein ganz, ganz schwerer, kurzer Bunkerschlag. Ja, ich werde versuchen, wieder breit zu stehen, um ihm Höhe zu geben, den Ball Anfang grün landen zu lassen. Und leicht rechts, damit er zur Fahne hinausrollen kann. Jetzt braucht es schon langsam ein Golfwunder. Der war einfach zu direkt getroffen. Vielleicht war noch ein wenig die Angst des letzten Bunkerschlages, den ich fett getroffen habe im Spiel. Aber das ist ein ganz, ganz schwerer Putt zum Paar auf einem relativ simplen Paar 4 auch eigentlich. Also, wichtiger Putt zum Paar. Wichtig im Sinne von, ich glaube, einen 2-Putt würde ich nehmen. Großer Break, 3-4% Neigung. Es geht dann ab hier deutlich bergab zur Fahne. Ich muss quer übers Grün putten. Und die Längenkontrolle wird natürlich ja da nicht besonders einfach sein. Ein 2-Putt wäre wahrscheinlich schon gar nicht so schlecht. In manchen Situationen muss man einfach mal auch das Bogey mitnehmen können. Und hier wäre das jetzt so ein Fall. Von links nach rechts 3%.
rein. Oh, schade. Sehr, sehr knapp, aber doch vorbei. Putt zum Paar. Putt zum Paar wäre schön gewesen. Es war der Putt zum Bogi und damit bin ich plus eins. In solchen Situationen trauert man dann natürlich ganz besonders den vergebenen Birdie-Putts am Anfang nach. Aber ja, das ist Golf. Und nun liege ich plus eins und habe nicht mehr viele Löcher zu gehen. Das heißt, jetzt braucht es schon wirklich ein kleines Golfwunder. Vielleicht ein Eagle hier auf dem nächsten Paar 5. Es wäre nicht mein erstes Eagle hier, aber es ist auch nicht so oft vorgekommen, um ehrlich zu sein. Aber los geht's. Paar 5, Angriff mit dem Driver. Es braucht wieder den Draw. Es braucht die Hände auf der Höhe der Ferse, damit ich weit genug von innen zum Ball komme, damit der Ball leicht nach links kurft und wirklich lang wird. Jetzt braucht's Länge. Jetzt braucht's Vollgas auf den letzten Löchern. Hände nach hinten bringen und Vollgas voraus. Alles, was geht. All in. Da, der ist zu weit links, leicht abgestochen. Au weh, au weh, au weh, au weh. Die Balllage ist denkbar schlecht und leider Gottes geht nur der Layup mit dem Eisen 6 vom rechten Fuß. Das heißt, irgendwie ein wenig an Distanz gewinnen und dann hoffentlich mit dem dritten Schlag das Grün attackieren. Vom rechten Fuß, Gewicht links. Ja, da war das Kraut zu dick. Und jetzt wird es ganz schwer. Jetzt wird es ganz schwer, vor allem mental, um ehrlich zu sein. Das wird eine Schlacht, die letzten Löcher. So, da sollte normalerweise der Drive liegen. 213 Meter bleiben Rest. Ich habe mich für ein Eisen 4 entschieden und jetzt versuche ich das Paar mitzunehmen. Schlag 3, los geht's. Ball liegt ober mir, kürzer greifen, Setup finden und auf die Richtung 8 geben. Ganz leicht rechts, aber kein schlechter Schlag. Bounce links. Go, 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 go. Oh, kurz vorm Grün. Kein schlechter Schlag. Come on. So, nun erwartet mich der Chip zum Birdie. 58 Grad, Lobwedge, Release 1, linke Hosentasche, Oberkörper fertig drehen. Wichtig bei solchen Schlägen ist auch immer den Landepunkt zu suchen, damit man nicht den Fehler macht, zur Fahne zu sehen, denn die Fahne ist nicht das Ziel, sondern nur das Endergebnis, also den Landepunkt gilt es zu treffen. Release 1, 58 Grad, Lobwedge. Ah, rollt das Ding über die Lochkante. Schade. Schade, das hätte ich gebraucht. Und nun erwartet mich ein 3 bis 4 Meter Putt zum Paar. Nach den Schlägen 1 und 2 wäre das Paar eh ein gewisser Teilerfolg auf diesem Loch. Na, der ist gepusht. Der ist gepusht und damit ist es das nächste Bogey. Auf 2 Birdie-Löchern 2 Bogies. Und damit werde ich mein Ziel wohl ein wenig adaptieren müssen. Mein Ziel ist es nun, auf den letzten Löchern unter Paar reinzukommen. Das heißt, die 68er Runde ist so weit in weite Ferne gerückt, dass ich mir auf der Runde nun ein neues Zwischenziel setze, um mich neu zu motivieren, um mich nochmal nach vorne zu pushen. Und ja, ich werde am nächsten Paar 3 hier jetzt mein Bestes geben, um die letzten Löcher unter Paar zu finishen. 130 Meter Eisen 9 vom rechten Fuß. Sit. Sit. Zu lang.
Und nun erwartet mich ein weiterer ganz schwerer Par-Safe. Auch hier wieder Release 1. Da der Ball im Rough liegt, locker greifen, fertig drehen. Und am Vorgrün soll das Ding landen. Ja. Landet am Vorgrün aber leider etwas zu lang. Ganz schwerer Par zum Par. Im Sinne von zu lange. 3 Meter, wenig Break, ganz leicht von rechts nach links. Ja, eigentlich machbar, würde ich sagen. Ausrichtung sollte passen. Jetzt heißt es mal einen Part einhängen. Rein mit dir, Kollege. Ja, und wieder. Einen Zentimeter am Loch vorbei. Und damit bin ich nun offiziell am Bogey Train. 3 Bogies in Folge. 374 Meter, Par 4. Der Draw mit dem Driver. Rechts starten, links kurven. Flacher Draw. Ja. Ein bisschen zu weit rechts, aber die sichere Seite. Schlag 241 Meter Rest. Die Fahne steht rechts. Idealerweise startet der Ball leicht links und kurvt dann zur Fahne hin. Ja, Richtung ist gut. Beat a Club. Ich sehe ihn leider nicht landen. Ich hoffe aufs Beste. So, das Ziel ist hier vorne. 1-2 Schritte mehr gehen. Trotzdem immer wieder bitte die Wurz zurücklegen. Damit wir alle einen schönen Platz haben. Und da ist der Putt zum Birdie. Bergab, aber relativ gerade. Irgendwann muss doch einer von denen mal fallen. Vielleicht ist es der. Sehen durch gar keinen Break. Auch spüren nicht. Da ist doch was möglich. Da ist doch was möglich. Ausrichten. So, Zeit lassen beim Ausrichten. Danach wirklich auf die Ausrichtung vertrauen. Auch wenn es über den Ball oft komisch aussieht. Und aufs Tempo Acht geben. Putt zum Birdie. Ja. Schade. Und damit ist es das Paar, aber ich bin zumindest runter vom Bogey Train. 3 Löcher noch zu gehen, 316 Meter, Paar 4. Auch hier ist wieder der Draw gefragt. Rechts starten, links kurven, rechts ist Platz, links ist out. Ja, Richtung rechter Fairway-Seite ist in Ordnung. Und jetzt heißt es halt auf den letzten 3 Löchern nochmal richtig Gas geben, richtig durchbeißen, versuchen das Maximum rauszuholen, denn es ist jeder Schlag beim Golfen ein Training, ganz egal, ob man sein Ziel erreicht oder nicht erreicht oder erreichen scheint oder nicht zu erreichen scheint. Jeder Schlag bis zum letzten Putt sollte gespielt werden, als wäre es der wichtigste Schlag, denn nur so kann man sich, das ist meine Meinung, auf Dauer wirklich verbessern. Und das wollen wir doch alle. Wir wollen einfach besser Golf spielen. Ja, weiter geht's. Ein Distance Wedge Shot über den Bunker auf die Fahne. 68 Meter, allerdings wie ich finde ein relativ schwerer Schlag über den Bunker und aufgrund des Lichtes sieht man die Fahne kaum. Ich habe mich für einen 80 Meter Schlag entschieden, den 10 Uhr Sandwedge Schlag, der nun zum Erfolg führen soll. Ball von rechts, Release 1. Treffer war gut, Richtung ist gut. Ja, mal schauen. Besser als erwartet, um ehrlich zu sein. Besser als erwartet, come on. Hoffentlich passt die Länge. So, erneut ein machbarer Birdie Putt. Und du wirst dir denken, nein, nicht schon wieder. Er gibt nicht auf. Nein, ich gebe tatsächlich nicht auf. Also hier haben wir 1, 2, 3 Meter bergauf, 2% von rechts nach links.
einen, ja, wie ich finde, machbaren Birdie-Putt. Jetzt wird es mal Zeit, dass ich Taten folgen lasse. Putt zum Birdie auf Loch 16 aus eben 3 Metern. Jupp, sie wollen einfach nicht nach Hause. Und damit leider nur das nächste Paar. Paar 4, 317 Meter. Ich entscheide mich für den Layup mit dem Eisen 4 vom rechten Fuß. Der flache Draw soll es werden, weg vom Hindernis, damit eben ja, der Ball irgendwo links zum Liegen kommt. Los geht's. Der Treffer hätte besser sein können. Aber der Ball ist dort, wo er hingehört, nämlich Mitte Bahn. Und um den Ball immer Richtung Spielbahn zu befördern, ist es halt ganz, ganz wichtig, dass die Schlagflächenstellung stets passt. Und damit die Schlagflächenstellung wiederholbar passt, ist es wichtig, dass du bitte immer besonderes Augenmerk auf deinen Griff richtest. Denn nur ein guter Griff führt zu einer wiederholbaren Schlagfläche, die square steht im Impact. 129 Meter, leicht bergab. Ich entscheide mich für ein gemütliches Eisen 9, da mein Pitching Wedge nur maximal 130 Meter geht. Und die Maximaldistanz möchte ich eigentlich nie spielen. Lieber ein gemütliches Eisen 9. Mal schauen, was geht. Ja, nicht ideal getroffen, aber normalerweise ausreichend Schläger. Jawohl, der Ball liegt Mitte grün, links der Fahne, da ist Platz. Langer Putt zum Birdie, in etwa 8 Meter würde ich sagen. Sehr, sehr wenig Break, wieder mal. Aber das heißt nichts, wie ich nun auf Loch 17 mittlerweile weiß. Ball reinigen, ausrichten und jeden Ball so spielen, als wäre es der 10 Millionen Dollar Schlag. Ausrichtung passt. Ich sehe den Ball rollen, ins Loch rollen und jetzt schicke ich ihn nach Hause. Ja, ich glaube, ich weiß, wo er zu Hause ist, er allerdings nicht, wie es aussieht. Schade, wieder ganz knapp vorbei, über die Lochkante drüber. Was soll man machen? Was soll man machen? Außer lachen, weiter geht's. Loch 18, das letzte Paar 4 Loch, 270 Meter. Der Draw mit dem Eisen 2 soll es werden. Vielleicht kann ich noch mal einen Abschluss Birdie mitnehmen. Ja, der Treffer war leider unterirdisch, relativ weit auf der Spitze. Die Richtung war eigentlich sehr gut. So, Release 1 Chipshot. Locker greifen, Ball zum rechten Fuß, Griffende auf den linken Fuß schauen lassen. Der Grain gegen mich, das macht es nicht einfacher. Ja, aber der war recht sauber gespielt und auch der lebt nochmal aus. Ja, das trotzdem gehe ich jetzt voller Selbstvertrauen mit dem Sandwich hin und schupfe die Kugel ins Loch. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Ich habe den Rekord leider wieder nicht gebrochen und das nagt am Selbstvertrauen. Um auch in Zukunft alle meine Golfvideos kostenfrei zu empfangen, aktiviere die Glocke und klick bei Benachrichtigungen auf Alle. Solltest du danach die Möglichkeit haben, Mitteilungen anzeigen zu lassen, dann mach auch das bitte, um in Zukunft keines meiner Golfvideos mehr zu verpassen.